Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Trash. Wir spielen hier eine Runde Kakuma Night in Busy Land auf dem Super Nintendo. Wieder mit dabei ist natürlich der Gastkommentator Killbill158. Ich begrüße ihn auf das Allerherzlichste und wir haben ja ein Spiel. Ja, ein Spiel, so nennen wir es. Ja, ein Kann ich das einfach skippen hier, den Intro? Obwohl, das sieht eigentlich ganz sweet gezeichnet aus für die damalige Zeit. Okay. Übersetzt von Etzelastic. Okay, wir springen das jetzt einfach. Der hat einiges übersetzt. Warum man das Spiel genau, keine Ahnung. Aber wir ein Spieler gegen kommen, erster und zweiter Spieler gegen kommen und erster Spieler gegen zweiter Spieler. Vor allem GG statt Versus. Spielwahl. Gegen. Ach ja, stimmt, Versus, ja. Cool. Jetzt, okay. Gut, ja, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ultraspaß. Ja, okay, wir machen jetzt hier Spieler 1 gegen kommen. Ist das jetzt hier eine Rollenspiel-Story oder so? Nein, nein, nix. Okay, nee, dann kann ich das nicht bringen. Ja, ja. Ihr könnt es euch ja durchlesen im Video, Trickpause und. Es ist auf jeden Fall. Ja, aber sperrt einfach selber mal rein. Minimum 50%. Also alles Deutsch, ist Deutsch. Okay, was muss ich jetzt hier machen? Muss sehen. Keine Ahnung, ich kann mich nicht bewegen. Doch, doch. Kann ich nur an den Wand lang. Ja, genau, musst ja auch. Du musst Kartenausschnitte dir rausholen. Hä? Drück mal irgendeine Taste und dann kannst du dich bewegen. Ich drück mal eine Taste. Ich drück alles. Oh, ist weg, passiert was. Nein, ohne Scheiß. Oh, jetzt. Hä? Nee, du musst so Striche ziehen. Ja, genau, jetzt siehst du das. Du ziehst Striche, siehst du die? Irgendwie will er nicht. Warte mal, du musst mir doch. Eventuell muss ich meine Controls dafür wieder umstellen. Up, left, down, down, right. Oh, yeah. Jetzt ist die Zeit abgelaufen. Okay. Nö. Oder? Nee, doch nicht. Nee, nach oben geht nicht. Doch, du musst Striche ziehen. Du hast doch links und rechts den grünen Balken, siehst du den? Irgendwas sagt der auch aus. Ach, ich muss dabei noch einen Knopf gedrückt halten. Ja, genau. Ach, das weiß ich doch. Striche ziehen und dann wird es normal. Also, so wie es eigentlich aussehen soll. Und du tust die Schätze damit öffnen. Aber im Grunde musst du hier schaffen, alles aufzudecken. Ah, du bist gerade. Also, du musst dabei A gedrückt halten und dann kannst du den Strich ziehen. Genau, du musst im Grunde das aufdecken. Aber irgendwie haben die Gegner damit noch was zu tun, aber. Ja, die soll nicht halt aufhalten. Irgendwie ja. Oh toll, jetzt habe ich die falsche Hälfte freigeschalten, ha? Ha! Oh nein! Yo! Wow! Gibt Points. Gegner's dead. Genau, ich glaube, die sollen nicht aufhalten. Das kann sein, ja. Ja, im Grunde ist es ein Puzzle-Game, würde ich sagen. Und du musst da halt Bilder freischalten. Am Anfang sieht man, also wie sie aussehen. Mhm. Freischneiden, ja. Die Gegner habe ich, wie gesagt, auch noch nicht ganz kapiert, weil haben die dich schon mal tot gemacht, irgendwie? Nee, ne? Doch, also die haben mich schon mal zumindest angegriffen. Aber ich glaube, da verliert man einfach nur Zeit oder so. Okay. Weiß nicht. Jetzt habe ich 3 Elfen. Und einen Schnitzer von irgendeinem Bild. Aha. Bild, ja. Okay. Ein Puzzleteil. Okay, jetzt kommt es halt. Es ist halt ein Spiel, ne? Würde ich sagen. Wow. Boah. Ob das cool ist? Achso, guck mal, man muss mindestens 55% des Bildes freischalten und dann hat man den Level gewonnen. Jetzt habe ich das zumindest verstanden. Und jetzt muss ich 57% freischalten. Das steht unten Minimum. Ja. Okay. Ach so, ja, stimmt. Ich sehe es, genau. 2-2, 57. Und. Darfst nicht getroffen werden, ne? Ja, genau. Ah, dann, kann man, nur, dann kann man nur dem Strich lang gehen. Hm. Okay, ist aber trotzdem strange. Darf nicht getroffen werden, aber du bist doch im Grunde noch nie gestorben, zum Beispiel, oder? Ja, irgendwie schon. Irgendwie bin ich noch nicht gestorben. Mal zu sterben. Nur mal so aus Spaß. Lauf mal gegen so einen Gegner. Lauf mal gegen so einen. Jetzt ist irgendwas passiert. Schnell, hilf mir. Ach ja, du, man kann doch getroffen werden. Ah, okay, das sind, irgendwie habe ich jetzt Leben verloren. Ja, du bist gegen den Gegner gerammelt, oder? Ja, ja. Und also, dann bin ich automatisch gestorben. Und jetzt habe ich einen Continue. Man darf nie irgendwo ranrammeln, da hast du ja übelst Glück gehabt, dass du noch nie ranrammeln bist. Hey, fuck. Na los, zeichne weiter, du dumme Scheißkuh. Nee, nee, du bist rangekommen an die Gegner. Hast du damit gekriegt? Ah, guck mal, die können mich einfach nicht angreifen. Die können mich nur angreifen, wenn ich gerade am Zeichnen bin. Ah, okay. Nee, doch nicht. Doch nicht, doch nicht. Der ist echt strange. Hey, ich hab doch gar keinen berührt, Arschloch! Drück! Okay.
Also Leute, das war's dann mit dem Netz 1.2. Auf jeden Fall. Für wem da solche Spiele was sind, der mag sie dann halt gern spielen. Für mich ist es jetzt allerdings nichts. Genau. Aber das Mädchen weint. Wir haben unser Ziel erreicht. Gut, als ein. Ja, genau. Okay, ja. Wir sind jetzt dann halt im nächsten Netz angezockt, würde ich sagen. Genau, ja. Macht's gut, bis dann, tschaußen. Ja, tschüssi.